Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kamera an, unserem Magazin. Heute ist unser Thema Endometriose und Kinderwunsch und ich spreche heute mit Professor Dr. Jan Krüssel, der ärztliche Leiter unseres Kinderwunschzentrums hier am UKD. Dann fangen wir doch direkt einmal an. Hallo, Herr Professor Krüssel. Vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz selber vor. Ja, mein Name ist Jan Krüssel. Ich bin Arzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und habe den Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin, also die Schwerpunktbezeichnung, wo sich es um die Hormone dreht. Und mein Spezialgebiet ist die Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches. Und in 2004 haben wir hier am Uniklinikum Düsseldorf ein Zentrum namens UniKit ins Leben gerufen, das Universitäre Interdisziplinäre Kinderwunschzentrum, welches ich leite. Und wir befassen uns den ganzen Tag mit der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches. Wir sind Teil des Endometriosezentrums hier am UKD, eines interdisziplinären Zentrums, wo wir von verschiedenen Fachbereichen aus gemeinsam uns um die Behandlung dieses Themas kümmern. Und insofern, glaube ich, kann ich Ihnen vielleicht in der nächsten Zeit so ein bisschen was dazu auch erzählen. Jetzt ist ja Endometriose an sich erstmal eine gutartige Erkrankung, aber gilt ja gemeinhin als einer der Hauptgründe für die weibliche Unfruchtbarkeit. Wie wirkt die Erkrankung denn eigentlich überhaupt? Die Frage beantworte ich gerne. Allerdings muss ich von vornherein sagen, dass aus meiner Sicht die Endometriose zwar ein wichtiges Krankheitsbild da ist, aber nicht der Hauptgrund für die Unfruchtbarkeit. Das sind andere Faktoren. Allen voran das Alter der Frauen, weil das ist aus unserer Sicht so der entscheidende Punkt. Aber Endometriose ist ein Krankheitsbild, was sich tatsächlich gehäuft bei Kinderwunschpatientinnen findet. Der Grund dafür liegt vor allen Dingen daran, dass durch diese Endometrioseherde das Milieu im Bauch sich ändert und dass auch Substanzen gebildet werden, die die Einnistung der befruchteten Eizellen verhindern oder verschlechtern, chancenmäßig verschlechtern, so muss man es vielleicht besser ausdrücken. Außerdem kommt es bei Endometriose-Patientinnen häufiger zu Entzündungen und zu Verwachsungen. Und diese Verwachsungen, die behindern oft die Funktion der Eileiter, sodass die Eizellen nicht richtig transportiert werden können und auch die Spermien unter Umständen gar nicht bis zur Eizelle hinkommen können. Wenn so etwas vorliegt, dann können die Paare tatsächlich auch oft gar nicht anders schwanger werden als durch eine künstliche Befruchtung oder indem man vorher ausgedehnte Operationen durchführt, die die Endometriose entfernen. Wie können Sie denn im UniKit Betroffenen helfen, dann doch schwanger zu werden? Ja, also wir würden zunächst mal den Zyklus überwachen der Frau, bestimmte Hormonuntersuchungen durchführen, Ultraschalluntersuchungen und abhängig davon, was dann letztendlich gefunden wird, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn die Eileiter offen sind, dann kann man unter Umständen die Behandlung oder die Chancen dadurch verbessern, dass man die Spermien des Partners aufbereitet und in die Gebärmutter einspritzt. Das nennt sich Insemination. Das ist streng genommen noch nicht mal eine künstliche Befruchtung, weil man letztendlich nur die Spermien über den Gebärmutterhals in die Gebärmutter einspritzt. Die müssen dann immer noch selber bis zur Eizelle hinkommen, selber in die Eizelle reinkommen. Die Befruchtung findet weiterhin im Körper der Frau statt. Damit hat man aber bestimmte Schritte optimiert und auch die Chancen etwas verbessert. Das setzt aber zumindest voraus, dass die Eileiter offen sind, weil sonst können die Spermien nicht bis zur Eizelle hinkommen. Und das setzt auch eine gewisse Grundqualität der Spermien überhaupt voraus. Wenn diese Faktoren eingeschränkt sind, dann gibt es die Möglichkeiten der künstlichen Befruchtung, indem wir Eizellen entnehmen nach einer Hormonbehandlung und diese Eizellen dann außerhalb des Körpers mit den Spermien des Partners zusammenbringen. Dann findet die Befruchtung außerhalb des Körpers statt. Man kann die befruchteten Eizellen einige Tage kultivieren und dann diese frühen Embryonen, diese befruchteten geteilten Eizellen, in die Gebärmutter einsetzen. Damit hat man die Eileiterfunktion komplett ersetzt. Der Eileiter wird dabei umgangen. Damit kann man die natürliche Fruchtbarkeit wiederherstellen. Man kann sogar mehr erreichen als die natürliche Fruchtbarkeit, weil man eben schon Embryonen in die Gebärmutter einsetzt. Und das erhöht deutlich die Chancen gegenüber den Therapien, die zwar einfacher sind, indem man zum Beispiel dem Paar jetzt nur in Anführungsstrichen Geschlechtsverkehr zum optimalen Zeitpunkt empfiehlt, die zwar einfacher sind, aber die eben tatsächlich auch noch voraussetzen, dass Spermien überhaupt bis zur Eizelle hinkommen und in die Eizelle reinkommen. All das ist bei der künstlichen Befruchtung ja schon erledigt.
Sie haben ja eben schon mal das Thema Operationen im Vorfeld und auch Hormonbehandlung angesprochen. Ist das denn in der Regel bei Endometriose-Patienten immer der Fall, dass vorher eine Operation oder eine Hormonbehandlung stattfinden muss? Also bei der Kinderwunschbehandlung definitiv nicht. Häufig sind die Patientinnen ja bereits operiert. Die Diagnose ist ja gestellt worden. Und die Diagnose kann man tatsächlich nur durch die Operation stellen und indem man dann eben auch unter dem Mikroskop das Gewebe sich anschaut. Wenn die Paare sich an uns wenden mit unerfülltem Kinderwunsch, dann sind wir mit Operationen sogar sehr zurückhaltend, weil wir wissen, dass jede Operation am Eierstock und sei sie auch noch so gut gemacht, auch immer dazu führen wird, dass auch normales Eierstockgewebe dabei vernichtet wird. Es werden Eizellen zerstört und unterm Strich senkt man damit unter Umständen die Chancen des Paares später Kinder zu kriegen, als wenn man jetzt direkt eine künstliche Befruchtung macht. Es gibt eigentlich nur zwei Gründe im Rahmen der Kinderwunschbehandlung, dass eine Endometriose operiert werden sollte. Und das eine ist, dass die Frau eben sehr, sehr starke Schmerzen hat. Wenn das der Fall ist, dann wird man aus diesem Grunde allein schon eine Operation durchführen. Und der zweite Grund ist, wenn am Eierstock oder an den Eierstöcken so große Veränderungen sind, große Zysten zum Beispiel, dass wir, wenn wir jetzt eine künstliche Befruchtung durchführen wollten, nicht an den Eierstock rankämen mit unseren Instrumenten. Das wäre der zweite Grund. Ansonsten wird man der Frau wahrscheinlich durch die Operation tatsächlich mehr schaden in der Kinderwunschsituation, als dass das der Frau nutzen würde. Jetzt ist das Unikit als Kinderwunschzentrum bei uns an der Uniklinik Düsseldorf ja Teil des gesamten Klinikums und ist ja auch räumlich direkt an die Frauenklinik angedockt. Inwieweit ist das denn von Vorteil, diese direkte, auch räumliche Nähe für die Betroffenen? Ich glaube, dass dieses Konzept eines interdisziplinären Zentrums viele Vorteile hat. Die Tatsache, dass man hier in der Frauenklinik in Behandlung ist, macht den Weg natürlich sehr, sehr kurz. Da kann man auch mal im normalen Gespräch in der Frauenklinik, wenn sich das zufällig ergeben sollte, dass doch der Kinderwunsch unter Umständen eine Rolle spielt, kann man schnell den Kontakt herstellen und auf kurzem Wege dann die Frau oder auch das Paar hier bei uns im Unikit vorstellen zu einer Beratung. Und dann kann man auch den Kinderwunsch adressieren. Und das Unikit wiederum ist ja auch interdisziplinär mit anderen Bereichen, zum Beispiel mit den Andrologen, den Urologen vernetzt, sodass dann auch der männliche Partner untersucht werden kann. Also das alles greift ineinander. Jetzt kenne ich das aus meinem Bekannten- und Freundeskreis, ne, altersbedingt natürlich sehr viele, oder es sind sehr viele, aber ich habe durchaus Freundinnen, die das Thema Endometriose sehr, sehr lange beschäftigt hat und die auch sehr lange gebraucht haben, bis die Diagnose richtig da war. Was würden Sie denn Frauen, gerade mit dem Thema unerwünschten Kinderwunsch, die den Verdacht haben, in Endometriose erkrankt zu sein, was würden Sie denen denn raten? Also es kommt ein bisschen darauf an, was für Symptome diese Frauen haben. Also wenn an erster Stelle der unerfüllte Kinderwunsch steht, dann würde ich mich jetzt prinzipiell hauptsächlich darum kümmern. Wenn die Patientin aber zusätzlich Schmerzsymptomatiken hat, die sie sehr stark belasten, sodass man wirklich den Verdacht hätte, dass eine Endometriose da wäre, und man sieht im Ultraschall jetzt keine Hinweise darauf, dann macht es unter Umständen Sinn, eine Bauchspiegelung durchzuführen, alleine wegen der Schmerzsymptomatik. Aber wenn der Kinderwunsch im Vordergrund steht, dann würde ich mich zunächst mal wirklich ganz pragmatisch um die Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches kümmern. Denn, das ist ja auch wiederum eine Tatsache, die Endometriose ist ja auch eine hormonell aktive Erkrankung. Wenn die Patientin erstmal schwanger ist, ja, dann hat sie letztendlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Dann wird nämlich auch die Endometriose ruhig gestellt und unterdrückt. Also die Schwangerschaft ist sogar eine sehr gute Therapie der Endometriose. Vielen herzlichen Dank einmal für den Überblick zum Thema Kinderwunsch und Endometriose. Dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihnen noch sehr einen gerne. Schönen Tag. Ja, Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss.